lädt uns ein. Deshalb feiern wir Gottesdienst in seinem Namen und freuen uns, dass er bei uns ist. Amen. Frederik, Frederik! Ja, hier bin ich. Na, ist dir was aufgefallen? Oh ja, wir sind hier ganz alleine. Ja, und? Ja, und die ganzen letzten Wochen war ich auch alleine, weil hier keine Gottesdienste waren. Und es ist alles so ruhig hier. Ja, gell, weil so ein Virus rumgeht und da haben wir alle so ein bisschen Angst vor und müssen daheim bleiben. Ja, genau. Und deswegen machen wir jetzt den Gottesdienst hier per Video. Oh ja, 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 damit ihr mich alle wieder seht und ich nicht in Vergessenheit gerate. Ja, du wirst es sicherlich nicht vergessen. Dich kennt doch jeder, Frederik. Oh ja, ja. Und ich freue mich auch unheimlich, wenn ich euch dann bald wiedersehen kann und wir zusammen den Gottesdienst machen können. Gell? Ja, da freue ich mich auch drauf im Endeffekt. Das ist alles so doof, wenn hier die ganzen leeren Stühle sind, ne? Oh ja, hier stehen lauter leere Stühle und nur die Familie darf zusammen sein. Ja, auch meine. Wir sind zwar 42, aber es ist doch irgendwo ein bisschen eng ab und zu mal. Ja, gell? Man kann nicht in Urlaub gehen und so weiter. Ja, genau. Und was machen wir jetzt zuerst? Na, wir singen wieder. Und zwar einfach speziell. Das Psalmgebet, ich liebe deine Welt. Die Mädels sprechen die 1, die Jungs die 2 und da wo alles steht, sprechen wir alle. Und dazu gibt es noch Gesten, das werdet ihr dann sehen. Gott, ich lebe gern in deiner Welt. Ich finde, du hast sie gut gemacht. Ich mag die Sonne, wenn sie mir den Rücken wärmt. Ich mag das kühle Wasser, das mich erfrischt. Gott, ich lebe gerne in deiner Welt. Ich finde, du hast sie gut gemacht. Ich mag die Luft, die mir über die Haut streicht. Ich mag die Erde, auf der ich mich ausstrecke. Gott, ich lebe gerne in deiner Welt.
Ich finde, du hast sie gut gemacht. Du hast alles ganz unterschiedlich gemacht und trotzdem passt alles zusammen. Du gibst jedem seinen Platz, auch mir. Gott, ich danke dir. Gott, ich lebe gerne in deiner Welt. Ich finde, du hast sie gut gemacht. Wir singen jetzt das Lied Gottes Liebe ist so wunderbar. Macht alle mit. Liebe ist so. Ich erzähle euch heute die Geschichte Macht doch mit. Linus, Lothar, Lotta, Lagerfeld, Lisa und Lilli Vanilli waren auf dem Weg nach Hause. Ich verhungere gleich, sagte Lotta. Hoffentlich hat Mama etwas Gutes zu essen gekocht. Lilli Vanilli machte Lotta immer alles nach. Deshalb sagte sie, ich verhungere auch gleich. Ich könnte einen ganzen Rosenkohlauflauf essen. Ich könnte zwei essen, sagte Linus. Drei, sagte Lisa. Vier, sagte Lothar. Und Lagerfeld schrie, fünf. Aber Lotta sagte, sie könnte 17 Rosenkohlaufläufe essen. So hungrig sei sie nämlich. Die 6 kleinen Hasen hoppelten bis zum Hasenhaus. Aber als sie in die Küche kamen, da empfingen sie kein leckerer Essensduft. Stattdessen lag ein Zettel auf dem Tisch. Darauf stand, Großmama Hase hat eine Erkältung und ich muss los, um nach ihr zu sehen. Macht euch bitte selbst was zu essen. Alle zusammen könnt ihr sicher etwas Leckeres kochen. Lotta stöhnte, kein Mittagessen und ich bin am Verhungern. Wütend stampfte sie mit dem Fuß auf. Linus sagte, ich weiß, wie man eine Suppe kocht. Los! Lasst uns anfangen. Ich kann nicht mitmachen. Dazu bin ich zu hungrig, sagte Lotta. Linus füllte den großen Topf voll Wasser und stellte ihn auf den Herd. Er gab eine Prise Salz hinein und etwas Pfeffer. Ein guter Anfang, sagte er. Von was? Fragte Lotta mürrisch. Der Anfang einer tollen Suppe, sagte Linus. Das sieht nicht nach einer Suppe aus, sagte Lotta, nur nach Wasser. Weil noch etwas fehlt, sagte Linus. In jede gute Suppe muss eine Kartoffel. Lisa spitzte die Ohren. Sie erinnerte sich an die Kartoffel, die unter ihrer Matratze lag. Die hatte sie sich für schlechte Zeiten aufgehoben. Wenn das alles ist, rief sie, ich weiß, wo wir eine Kartoffel herbekommen. Lisa lief los und holte ihre Kartoffel. Linus schälte sie, schnitt sie in Scheiben und ließ sie in den Topf plumpsen. Er rührte in der Suppe herum und probierte. Jetzt kommen wir der Sache schon näher, sagte er. Ist es jetzt Suppe? Fragte Lotta. Ihre Stimme war ganz quengelig. Noch nicht ganz, sagte Linus. Da fehlt noch was. Eine Karotte, erklärte er. Ohne eine feine,
knackige Karotte gibt es keine Suppe. Lagerfelds Nase zuckte. Er hatte es gestern eine Karotte auf dem Dachboden versteckt, um sie ganz alleine aufzuessen. Wenn wir wirklich eine Karotte brauchen, sagte er, dann könnte ich eine finden, glaube ich. Lagerfeld brachte die Karotte, Linus schabte sie, schnitt sie klein und warf sie in den Topf. Jetzt riecht es langsam wie Suppe, sagte er. Ja, aber ist es auch Suppe? Den Geruch kann ich nicht essen, maulte Lotta. Noch nicht ganz, sagte Linus. Mama sagt immer, in jede gute Suppe gehört Suppengrün. Ich hab noch welches, von gestern, sagte Lothar, in meinem Rucksack. Schon bald köchelte Lothars Suppengrün zusammen mit der Kartoffel und der Karotte im Topf. Wunderbar, sagte Linus. Aber schon im nächsten Moment meinte er, oh, das habe ich ganz vergessen. Was denn jetzt noch? Nörgelte Lotta. In jede Suppe muss eine Runkelrübe. Das bringt Glück. Und ich weiß auch schon, wo ich eine finde. Er griff in die Hosentasche. Da habe ich mir für zwischendurch aufgehoben. Linus rührte und rührte. Ist es jetzt endlich Suppe? Quengelte Lotta. Schon bald, bald, sagte Linus. Mama tut immer Sellerie in die Suppe, sagte Lilli Vanilli. Ich habe welchen im Kühlschrank gefunden. Du hast recht, kleine Schwester, sagte Linus. Genau, was unserer Suppe fehlt. Ich glaube, ich bin gerade vor Hunger in Ohnmacht gefallen, murmelte Lotta böse. Die Suppe roch wunderbar. Die Nasen der 6 Häschen zuckte und ihre Mägen knurrten. Alle sahen gespannt zu, wie Linus noch einmal probierte. Meinte er, fast, aber da fehlt immer noch was. Das glaube ich einfach nicht, schrie Lotta. Sie schnappte den Kochlöffel. Jetzt probiere ich, rief sie. Lotta probierte einen Löffel voll Suppe. Sie schmeckte Lisas Kartoffel und sie schmeckte Lagerfelds Karotte. Lothars Suppengrün, die Rübe von Linus und Lilli Vanillis Sellerie. Ja, da fehlte tatsächlich etwas. Und auf einmal wusste sie, was das war. Sie fehlte. Sie war die Einzige, die nicht mitgeholfen hatte, die Suppe zu kochen. Ich weiß, was noch rein muss, sagte sie. In diese Suppe muss unbedingt Petersilie und ich weiß genau, wo ich welche finde. Lotta lief los zur Kuschelecke. Dort hatte sie ein kleines Töpfchen Petersilie versteckt, um es ganz alleine zu essen. Sie nahm es mit in die Küche. Schnipp, schnapp und leckere Petersilie fiel in den Topf. So, sagte sie, jetzt ist es Suppe. Alle setzten sich hin, um zu essen. Das war die beste Suppe, die ich je gegessen habe, sagte Linus. Die allerbeste, sagte Lisa. Stimmt genau, sagte Lagerfeld. Und wie heißt so eine Suppe, wollte Lotta wissen. Ich glaube, wir sollten sie Geschwistersuppe nennen, sagte Lotta, weil alle mitgeholfen haben, sie zu machen. Sogar ein sehr hungriges, quengeliges Hasenmädchen. Und Lottas Ohren wackelten vergnügt. Lotta hat ein Lied erfunden, das sich prima auf die Melodie von Old MacDonald hat eine Farm singen lässt. 3, 4. Wenn dich wer fragt, dann mach doch mit. Und jetzt singen wir alle nochmal mit. Und wenn ich wer fragt, dann mach doch mit. Du da, du da, dey. Daneben stehen ist nicht der Hit. Du da, du da, dey. Zusammen helfen ist nicht schwer. Du da, du da, dey. Geteilter Spaß bringt noch viel mehr. Du da, du da, dey.
Kinder und liebe Eltern. Also die Geschwistersuppe ist schon etwas Feines. Wenn ich die Geschichte höre, kriege ich gleich Lust darauf, mit meinen Kindern und mit meiner Frau gemeinsam eine Suppe zu kochen. Denn ich weiß, gemeinsam etwas zu machen, macht glücklicher, als es alleine zu erreichen. Und etwas anderes finde ich ganz bemerkenswert an den Kindern. Sie kommen nach Hause und sind allein. Aber das stört sie nicht. Eine Situation, in der wir sicherlich Angst hätten. Ihr als Kinder, wir als Erwachsene genauso. Und trotzdem kochen sie etwas gemeinsam. Und sie schaffen etwas Positives, das sie gemeinsam glücklich macht. Mit dem Kleine-Leute-Gottesdienst ist es das Gleiche. Ja, wir sind in unseren Möglichkeiten im Moment ein bisschen eingeschränkt. Jeder gibt seinen Teil dazu, wo er es kann. Und am Ende entsteht der Kleine-Leute-Gottesdienst als schöne, leckere Geschwistersuppe für uns alle. Und darum geht es in dieser Zeit. Wir feiern Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu. Wir wollen uns daran erinnern, dass es Jesus in dieser Zeit nicht besonders gut erging. Er hatte Angst, genauso wie wir im Moment Angst haben bei all den schlechten Nachrichten und uns Sorgen machen. Und die Schulen sind zu, die Kindergärten sind zu. Ja, das mag alles sein. Aber Jesus hat sich nicht gefürchtet. Er hatte Angst, ja. Aber er hatte auch Vertrauen in Gott und darin, dass alles gut wird. Und er hat an das Positive gedacht. Und seine Auferstehung zeigt uns, dass es darum geht, dass der Glaube alles überwinden kann. Egal wie viel Angst wir haben, egal wie schlecht wir uns fühlen, egal wie viel Sorgen wir uns machen. Wir müssen an das Positive glauben und daran, dass alles gut ist und besser wird. Und darum lasst uns daran gemeinsam erinnern, dass jetzt die Zeit ist, sich an das Gute zu erinnern. An das, was gut ist und das, was besser werden soll. Lasst es uns vorstellen. Und gemeinsam wird alles besser werden. Daran denken wir. Gemeinsam. Amen. Wir singen jetzt zusammen das Lied "Er hält die ganze Welt in seiner Hand". In der Geschichte von den kleinen Hasen haben wir gehört, dass die Hasen sich gegenseitig geholfen haben. Bitte hilf du uns, füreinander stark zu sein. Guter Gott, wir beten für alle, die unter der Corona-Pandemie leiden müssen, die Erkrankten, die Menschen in Quarantäne, für alle Menschen, die nun unermüdlich im Einsatz sind, Ärzte, Pfleger, Apotheker, Seelsorger, Menschen im Lebensmittelhandel, die unsere Grundversorgung sicherstellen. Guter Gott, wir danken dir für unsere Kinder, die uns mit ihrer Fröhlichkeit
auch in schwierigen Zeiten mitreißen. Guter Gott, wir beten für alle Menschen, die nun aufgrund des Virus ihre Existenz bedroht sehen, die in Angst um ihren Arbeitsplatz leben. Guter Gott, wir beten für alle Familien, die in dieser Zeit eng zusammengerückt sind, die sich zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung aufteilen müssen, denen die Verwandten und Freunde fehlen. Jetzt nehmen wir uns alle an den Händen und sprechen zusammen das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, zum Schluss singen wir noch gemeinsam unser Segenslied vom Anfang bis zum Ende. Und hoffentlich sieht man sich zusammen hier im Johanneshof wieder. Tschüss und macht's gut!